أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wir gucken erstmal die Einstellung beim Ton. So, wie ist jetzt der Ton? Kann man das jetzt besser hören oder nicht? Ist jetzt leiser oder was? Ist zu leise? Alaikum salam wa rahmatullah. Ist so besser geworden oder ist noch leise? Okay. So, dann machen wir weiter, inshallah ta'ala, mit den Buchstaben. Noch einmal, wie immer, erst einmal die Wiederholung. Also. Sehr gut. So, dann wer fängt an? Bitte schön. Okay. Ups, das ist. So. Also, Dal. Okay, nächster Reihe. Ja. Okay, bitteschön. Stärker. Sehr schön, sehr gut. Haben wir einen. Kerf hatten wir auch? Okay. Kerf. Sehr schön. Also nochmal zum Hören: Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Wal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Bad, Ta, Va, Ein, Rein, Fa, Qaf, Kaf. So, jetzt bitte mit Shadda. Ja? Mach du, ja? Also fangen wir mal bei Ba an. Also hier könnten wir es auch sagen. Ja? Wir machen welche Vokalisation? Sucht ihr aus, querbeet, ja? Also nicht immer die gleiche, okay? Also, nochmal? Nee, nicht, ich hatte, was habe ich gesagt? Shadda, nicht Sukun. Shadda, also die doppelte Buchstaben. Mit dem, wir nehmen einen Hilfsbuchstaben, Alif, damit wir den besser aussprechen können. Also wie zum Beispiel Abbu oder Abba, Abbi. Okay? Also. Ja.
Sehr schön. Nächste Zeile. Nochmal? Es zu. Ein bisschen stärker. Es so. Genau. Das ist ein bisschen. Mach mal mit Kasra. Mit Kasra. Und dann Ei. Mit Schad. Ei. Nicht Ei. Ei. Au. Sehr schön. Au. Bitte schön. Nee, nochmal. Ein bisschen stärker das F. Nee, F, nicht F, F. Sehr schön. So, und jetzt das Ganze mit Sukun. Ja, Herr. Okay, nächste Zeile. S, 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 L, 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 R, R. MashaAllah. Die schwierigsten Buchstaben. Allahumma barik. Sehr, sehr gut. Allah barik. MashaAllah. Sehr schön. Bitte? Machst du weiter? Ja? Kann ich die gleiche Zeile machen? Ja, versuch mal, wa? S. Nee? Ja? S. Ohne Punkte zuerst? Ja? S. Nein, ohne. Genau. Mhm. Hier musst du Qalqala machen. At. Ja. Nein, da nicht. Mhm. Sehr schön. Mach's gerade weiter. Ja. Sehr schön. Also, wenn man. Qalqala, ich weiß auch nicht, dieses, so eine Hebung. Echo. Echo? Ich kenne es unter Echo. Ist ein Echo? Sagen viele. Okay, ja. Ich sag immer das Topstar irgendwie, Allahu A'lam, ich weiß auch nicht. Bitte? Aufprall. Aufprall? Okay, also das gilt nur bei einigen Büchern. Buchstaben. Ab, Adj, Ad. Erto, Erko. Ja? Aber das braucht ihr jetzt noch nicht. Das ist dann bei Rezitation. Ja, aber jetzt beim Buchstaben lernen jetzt erstmal. Ihr sollt es hören, also wenn ich es natürlich vorsage, mache ich es. Ja? Aber ihr konzentriert euch erstmal auf das Erkennen des Buchstaben. Die Eigenschaften dieser Buchstaben, die kommen dann, inshallah, im späteren Verlauf. Ja? Genau, Qutbujet. Genau. So. Was haben wir noch? Wir haben einen Verlängerungsbuchstaben gelernt. Ja? Dann verlängern wir mal. Bitte schön. Nein, haben wir nicht. Nur mit Fatha haben wir. Ja, da brauchen wir keinen Hilfsbuchstabe. Ja. B, T, So. Genau. Und wie wird es geschrieben dann? Ja? Was muss da dran? Damit es verlängert wird. Das kommt von dort, also nur das kommt von der Halbreich und danach einen Strich verbunden. Was für ein Strich? So ein Strich nach unten? Ein Elif. Ein Elif, genau. Also bleiben wir mal bei. Das Verlängern haben wir gelernt. Wir nehmen den Anfang und dann machen wir einfach ein Elif dran. Ja? Und das ist ein langes B. Das ist ein kurzes B, das ist ein langes B. Okay.
Kommen wir nun, Servietten oder sowas? Kommen wir nun zu den nächsten Buchstaben. Was kommt nach Kaf? Ja? Lam. Der nächste Buchstabe ist ein Lam. Wir machen unsere Zeile wieder. Und das kann man auch lassen. So, also wir haben unsere Zeile. Wie schreiben wir jetzt Lam? Lam ist ein langer Buchstabe. Wir fangen so an wie bei Elif, ja, so wie bei Elif, nur dass unter dem Elif noch ein Halbkreis ist, ja, unter der Zeile. Also wir fangen an, als ob wir ein Elif schreiben würden, aber gehen weiter unter der Zeile und dieser Halbkreis guckt dann wieder etwas nach oben. Ja, so einfach. Also nach unten und dann Halbkreis. Nochmal, wir fangen an wie beim Elif und gehen dann unten drunter, machen einen Halbkreis. Ja, nochmal, wir fangen an wie beim Elif und unter der Zeile machen wir einen Halbkreis. Und das ist der Buchstabe Lam. Lam heißt dieser Buchstabe. Machen wir noch einen, wie beim Elif anfangen, Halbkreis und dann hoch. So, jetzt darf jemand singen. Ja? Genau. La lu li. Ja? Oder la li lu. La li lu. Also, nur Allah schaut zu. So, also, lam, la lu li. Ja? La lu li. Ich schreibe es nochmal auf. So. La, lu, li. Wie wird jetzt der Buchstabe in einem Wort geschrieben? Also Anfang, Mitte und Ende. Das ist eigentlich ganz einfach, ja? Anfang einfach nur ein Strich. Einfach nur ein Strich. Also am Anfang nur das hier. Genau, und dann eine Verbindung zum nächsten Buchstaben. Ja, also ein umgekehrtes L. Ja, einfach ein verkehrtes L. Das ist Lam am Anfang. In der Mitte das gleiche eben, nur mit einer Verbindung vorher. Also wir kommen vom vorherigen Buchstaben und dann machen wir das gleiche nochmal. Ja? Und am Ende, ja? Was heißt ausgeschrieben? Genau, also der Halbkreis kommt wieder zurück. Ja, das ist Lam. Machen wir mal ein Beispiel. Ja, du. MashaAllah, das kam ja rausgeschossen. Allah iberg. Ja? Was heißt nochmal Land? Genau, Balad ist Land. Genau, Surat al-Balad. Also, Ba, La, du, Land, Gebiet, kann auch eine Stadt sein. Also, Balad ist, kann vieles sein. Ba, hier seht ihr das Lam. Ja? Ich komme vom vorherigen Buchstaben und mache dann diesen Strich oder das umgekehrte L eben. Ja? Baladu. Was für ein Beispiel? Ja. Der andere Zakaria. Nein, zwei Punkte. Kein Punkt. Laqab.
Laqad. Genau, laqad. Sehr schön. Ja? Genau. Ich mach's mal ein bisschen hier. Also, Zala. Ich übertreibe es natürlich mit dem Verlängern, damit man merkt, dass es hier ein Verlängerungsbuchstabe, ja? Es wurde gerade verlängert, dieses Zay. Genau. Das ist ein Zay und das ist ein Verlängerungsbuchstabe. Okay. Ja, einfach ein Elif ohne diesen Kopf. Damit verlängern wir, wie hier. Siehst du, Elif ohne Kopf. Das darf ja nicht verbunden werden. Warum wird das hier nicht verbunden hier? Genau, weil wegen dem Sei darf ich hier nicht verbinden. Und warum wird das nicht verbunden mit dem Lam? Genau, wegen Elif darf ich danach nicht verbinden. Also heißt das Zala. Okay? Sehr schön. Also das ist der Buchstabe Lam am Anfang eines Wortes, in der Mitte eines Wortes und am Ende eines Wortes. Okay? Dürfte nicht so schwierig sein, oder nicht? Also Lam, einfach, merkt euch, alaikum salam, Lam, so wie ein L, nur umgekehrt, plus eben am Ende hat das einen Halbkreis noch dazu. Also am Anfang umgekehrtes L, in der Mitte umgekehrtes L mit vorheriger Verbindung und am Ende das Ursprungs-Lam, ja, mit diesem Halbkreis, Lam. Okay, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben. Mim. Bei Mim, das ist jetzt auch nicht schwer, aber jetzt nicht so einfach wie Lam. Und zwar kann ich schon auf die andere Seite, oder? Bitte? Seid ihr fertig? Okay. So. Mim. Dann machen wir unsere Linie wieder. So, wie wird Mim geschrieben? Ich mache es erstmal mit den Pfeilen. Ja? Ein Kreis und dann geht man runter. Ja, ja. Genau, genau, ja. Genau. Also, die Methode, die ich euch jetzt sage, ist so ein bisschen nicht ganz ein Kreis. Ja? Also, wir fangen etwas oben an, ja? Nur ein bisschen und gehen nach rechts unten. Okay? Dann machen wir einen Halbkreis und dann geht es hier weiter. Okay? Also, drei Schritte. Erst einmal über der Linie ansetzen, nach rechts unten, Halbkreis und runter. Nochmal. Über der Linie ansetzen, nach rechts unten, Halbkreis und dann geht dieser Halbkreis weiter und ein bisschen nach links und runter. Das war jetzt zu viel. Okay, nochmal. Auf der Linie, kurz diagonal nach rechts unten, Halbkreis, dann auf die Linie und runter. So, die andere Version war so, ne? Halbkreis und dann so, oder was? So. Ein Q, oder was? So was? So was? Ja gut, also so wirst du es wohl kaum im Koran finden. Ja? Also, es ist eher, also es ist kein Kreis, den man macht, sondern sowas. Ja? So, das ist Mim normalerweise. Also kein Halbkreis. Ja? Ja? Mim, manchmal findet man es ohne diesen Strich, einfach nur so. Ja? Gibt es auch. Also im Mushaf. Also am Ende kann man auch manchmal das finden, aber das lassen wir jetzt mal weg.
damit wir nicht zu viele Versionen haben. Also, das ist Mim. Bitteschön. Genau, also in der Aussprache ist es sehr einfach. Ma, mu, mi. Ja? So, wie schreibt man jetzt Mim am Anfang, in der Mitte und am Ende? Aber vorher darf ich mal sehen, wie ihr es geschrieben habt. Also, am Anfang, in der Mitte und am Ende ja, was denkt ihr, wie das funktioniert? Ja? Genau. Also am Anfang benutze ich nur diesen Kopf. Den Strich nach unten, den lasse ich weg. Der kommt wieder am Ende. Okay, ja? Mitte. Bitte? Und in der Mitte? Ich komme mit einem Strich. Genau. Mache einen Kreis und mache einen Strich. Genau. Also, ich benutze einfach nur den Kopf hier. Okay? Es ist also nicht ganz ein Halbkreis. Ja? Also mit der Zeit könnt ihr euch daran gewöhnen, aber am Anfang könnt ihr es beim Halbkreis belassen. Also, nur diesen Kopf und auf der Zeile weiter zum nächsten Buchstaben. Dann in der Mitte das Gleiche, nur mit der Verbindung vorher. Das heißt, ich habe einen Buchstaben vorher und dann schreibe ich dieses Ding hier. Okay? So, und dann am Ende kommt dieser Strich wieder am Ende. Also, das ist Meme. Ja? Ja, also guck mal, jetzt schreibe ich mal Meme so und jetzt und Kaf. Es ist ein bisschen ähnlich, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Und deswegen sollte man immer darauf achten, nicht einen Kreis zu machen, weil am Ende, wenn ich Mim so schreibe, dann, also das ist sowieso, also das kann kein Mim sein. Wenn überhaupt, dann gibt es welche, die machen so, ja, das könnte man noch erkennen. Aber besser wäre, ich komme vom vorherigen Buchstaben, zum Beispiel B, setze dann wieder neu an und mache mein Mi. Ja, das wird dann so am deutlichsten sein. Das da? Also, ich komme vom vorherigen Buchstaben, zum Beispiel von meinem Kaf, mache meine Punkte und setze wieder neu an und mach mein Mi. Okay? Es gibt aber natürlich auch in der Kalligrafie dieses Meme hier. Ja? Also so ein Dings nach unten. Aber das brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt machen wir das weg. Also, Meme am Anfang. Also merkt euch, nur der Kopf am Anfang und ich verbinde auf der Linie. In der Mitte, ich komme vom vorherigen Buchstaben, mache mein Meme und verbinde. Und am Ende, ich komme vom vorherigen Buchstaben, mache mein Meme und dann kommt dieser Strich am Ende wieder dran. Im Mushaf, im Koran, findet ihr auch am Ende, wie gesagt, die Kurzversion hier, das Ding da. Ja, das gibt es auch. Ja. Aber am Ende auch, ja. Aber nur damit ihr wisst, dass es das gibt, ihr schreibt bitte immer das. Ja? Warum? Damit ihr euch an eine Sache erstmal gewöhnt und dann könnt ihr gerne Kalligrafie studieren. So, machen wir mal ein paar Wörter. Bitte schön. Ja? Punkt. Ah, entschuldige, du hast recht. Ich war falsch. Entschuldige.
Genau. Was ist das? Masjid. Masjid. Sehr schön. Masjidu. Du kannst lesen. Allah ybarik. Masha'Allah. Zakaria. Muhammad. Sehr schön. Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. So. Es ist das erste Mal, dass du das Wort liest, ha? Ja. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Möge Allah uns mit Muhammad vereinen im Paradies. Ja. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sehr schön. Merkazu. Merkazu. Merkaz Center. Zentrum. So, was haben wir noch für Beispiele? Also, dieses Ding hier, der Strich da vorne, das ist ein Elif. Gut, das Elif ist jetzt weg. Elif, und das wird als R ausgesprochen. Das werde ich gleich nochmal erklären. Also, das ist ein R, nur so zur Hilfe. Bitte schön, der Rest. Nicht vorsagen. Was ist der zweite Buchstabe? Was haben wir denn gerade gelernt? Also. Mim wird es nicht sein. Also? Nochmal, was ist das? L. Alhamdu. Ja, jetzt kannst du Fatiha lesen. Alhamdu. So, ganz kurz, damit wir das schon mal hier an dieser Stelle haben. Es gibt zwei Formen von Elif. Okay? Elif einmal mit diesem Kopf, diesem Halbkreis und Strich. Das Ding nennt sich Hamza. Nicht Hamza, Hamza. Okay? So, und dann gibt es eine andere Version von Elif und da ist ein so wie ein Saad, ein klitzekleines Saad da drauf, ja? Dieses Ding, ja? Das sieht aus wie ein Saad ungefähr. Ja? Also das macht man hier so und dann so eine Welle. Wie ein Saad und dann so eine Welle. Oh Mann, wie ein Saad und eine Welle. Ja? Also nicht, dass jemand hier Saad macht. Ja? Also wie, nur, wie ein Kopf vom Saad und eine Welle. Und das Ding nennt sich auch Hamza. Also beide Dinger hier sind Hamza. So, was ist der Unterschied? Ja? Das eine ist ein Trennungshamza. Genau. Das andere ist ein Verbindungshamza. Welches ist Trennung, was Verbindung? Das erste ist ein Trennungshamza. Genau, das ist eine Trennungshamza. Und das ist eine? Verbindungshamza. Verbindungshamza. Also Trennung. Hamza und Verbindungs. Hamza. Ihr müsst noch nicht wissen, wofür. Ja, das beim Rezitieren braucht ihr das. Das werden wir inshallah dann noch machen. Ja. Aber jetzt einfach nur zu wissen, sowas gibt es. So. Ja, und was ist jetzt das hier? Das ist nichts anderes als das, nur dass eben dieser Kopf weggelassen wird. Den kann man weglassen.
Weil dieses Ding Elif und Lam hier, das ist der Artikel. So wie im Arabischen der, die, das. Wie im Deutschen meine ich. Der, die, das. Gibt es im Arabischen nur ein Artikel. So wie im Englischen gibt es auch nur ein Artikel. The. Punkt. Aus. Das ist L. Elif und Lam. L. Dieses Ding hier, das ist der Artikel im Arabischen. Okay? Und nur damit ihr das wisst, wenn ihr Elif und Lam seht, dann ist das zu 90%, natürlich gibt es auch Wörter, die so anfangen, aber sehr oft ist das eben der Artikel im Arabischen. Anstatt der, die, das, sagt man im Arabischen El, Elif und Lam. Und was ist das für ein Elif? Das ist das hier, mit diesem Kopf. Nur, dass man diesen Kopf weglassen kann. Im Gegensatz zu dem, den lässt man nicht weg. Okay? Nie. Den lässt man nicht weg. Nur das lässt man weg. Wann und wie und so weiter, braucht ihr jetzt überhaupt nicht zu wissen. Ihr müsst einfach nur wissen, es gibt Elif so und es gibt Elif so. Und dieses hier kann man auch ohne den Kopf schreiben. Okay. Alhamdu. So. Nächstes Wort. Nee, das haben wir noch nicht. Das können wir noch nicht. Ja. Ja, nee, den einen Buchstaben. Gleich können wir das machen. Genau, das haben wir noch nicht. Den Anfang von der Besmele. Doch, Wort für Wort. Und ohne die Artikel dann. Also. Ja? Bis. Min. Das war's. Ja, das wollte ich sagen. Genau. Müsste kein oben jetzt ein Ding sein. Was denn? Eine Fatha? Ja. Ma? Nee, du sagst so bis mi. Ja, okay. Du sagst bis, bei Bismillahirrahmanirrahim. Genau. Genau, dann kommt das nächste Wort schon. Dann kommt schon das nächste Wort Allah. Genau, aber Herr haben wir noch nicht, ich wollte schreiben, aber also, Bismi, hier seht ihr, Bismi, okay, Bismi. Nächstes Wort. Nochmal? Ah, entschuldige, nun haben wir aber nicht. Warum hätte sie jemand doch gesagt? Rahmani, das kommt gleich, entschuldige, entschuldige. Aber Rahma war schon mal richtig. Ja? Okay. So, dann machen wir gleich mal nun, dann können wir auch ein bisschen mehr schreiben. Gibt es eine Frage zu Mim? Habt ihr das verstanden? Also, ihr seht hier Mim am Anfang, Mim in der Mitte, Mim am Ende. Was haben wir für ein Wort, Mim am Ende? Hatten wir schon? Achso, Bismi, sehr schön. Allahumma barik. Gut, nächster Buchstabe. Ja? Nun. Nun ist ganz einfach. Nun ist genauso wie Ba, Ta und Tha. Punkt. Okay? Also, nun ist genauso wie Ba, Ta und Tha. Nur, dass der Ausgangsbuchstabe nun nicht so aussieht wie Beta und Tha, aber die Schreibweise danach ist gleich. Nun ist ein Halbkreis, der über der Linie beginnt. Okay? Das war's. Ein Halbkreis, der über der Linie beginnt. Nun. Also, nun, nun, nun. Nun. Ja. So, nun. So, bitteschön. Na, nu, ni. Na, nu, ni. Okay?
So, wie wird das jetzt geschrieben? Ich sagte ja bereits, wie Bärter und Fer. Also am Anfang, in der Mitte und am Ende. Am Anfang, so wie Bär, Ter und Fer. Nur, was ist jetzt der Unterschied? Punkt oben, sehr schön. Anstatt Punkt unten, Punkt oben. In der Mitte das Gleiche, nur mit Punkt oben. Am Ende kommt der Halbkreis wieder zurück. Das ist der Unterschied. Okay. Das heißt, man bleibt auf der Linie trotzdem. Man bleibt auf der Linie. Hier und hier meinst du? Ja, ja. Genau. So wie bei Bärter und Fer. Also, Bärter und Fer und nun sehen gleich aus. Nur am Ende nicht. Ja? Also, Bär, Ter oder auch Fer und nun, nur am Ende ist der Unterschied. Ja? Ich würde sagen, wenn nun am Anfang gibt es auch nicht manchmal, da machen die das irgendwie einen Strich noch dazwischen. Also nun und dann nach diesem Punkt. Also am Anfang meinst du? Ja, also zwei Striche und dann nun in der Mitte schon. Also der Punkt in der Mitte. Der Punkt in der Mitte? Also so. Mach's mal, zeig mal, was du meinst. Ja, ja, ist gut. Ich bin mir nicht sicher. Also, ungefähr so. Am Anfang? Ja. Mit dem Halbkreis? Nein, nicht mit dem Halbkreis, so, aber irgendwie so. Und dann Punkt hier auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, also, dass da das hoch geht, meinst ja, du? Ja, ja. Und dann so? Ja, und dann so. Sowas? Ja. Nee, nee. Okay. Also, nun geht nicht hoch. Nur wenn das, vielleicht hast du das so gesehen, der Punkt war vielleicht in der Mitte und dann, das ist der nächste Buchstabe. Das mag sein. Das ist dann ein Ter. Ja, und deswegen sollte man lieber den Punkt auch genau über diesem Häkchen machen. Ja? Genau. Aber so wie bei Ber, Ter und Fer, gehst du hier nicht hoch. Und hier gehst du nicht hoch. Ja, sondern die Verbindung, hier setzt du an, beziehungsweise hier, mit dem nächsten Buchstaben. Ja? Was da? In der Mitte ungefähr. Ja, in der Mitte, ja, genau. Also du machst den Punkt nicht hier oben oder hier in diesem Enden oder Anfang vom Halbkreis, sondern in der Mitte. Ja, jetzt können wir, was hast du vorhin gesagt? Genau, jetzt machen wir ein paar Wörter. So, das hat es jeder gehört. Ja? Also, Luqmanu. Also nochmal, Luqmanu. Warum ist hier frei? Ja? Genau, wegen diesem Elif, das ist ein Verlängerungselif. Das heißt, hier wird freigelassen. Ja? Welchen Kopf hat der normalerweise? Welchen Kopf hat der normalerweise? Ja? So wie Saad. Also schreiben wir normalerweise so. Dieses Elif hat gar keinen Kopf. Genau, das war jetzt nur so eine Falle. Ein Verlängerungselif hat gar keinen Kopf. Diese Köpfe, was ich vorhin gesagt habe, beim Elif, bei der Trennungshemse oder bei der Verbindungshemse, die stehen vorne, können aber, das Ding kann aber auch in der Mitte stehen, zum Beispiel so, diesmal. Nochmal das hier, also von Mitra. Da muss ein bisschen so abgehackt, nicht Rasu, Ra-su. Genau, sag mal das. Bitteschön. Das ist keine Verlängerung jetzt, warum? Weil dieser Kopf da ist. Das ist kein Schien. Also nochmal.
ein bisschen abgehackt hat. Sehr schön. Fa. Bei dieser Hemse darf kein Ton mehr rauskommen, so abhacken. Fa. Su. Ja. Es gibt manchmal, steht also gleichen Namen, zum Beispiel Dokumane, manchmal heißt Dokumane. Ja, ja. Warum ist manchmal Luqmanu oder Luqmana und so weiter? Das ist grammatikalisch. Ist es Subjekt, ist es Objekt und so weiter. Deswegen, genau. Alles klar. Jetzt haben wir das. Und dann das nächste Wort, was ich machen wollte vorhin. Oder lassen wir es mit Kasra, weil wegen der Besmala. Jetzt habe ich schon fast voll gesagt. Bitte schön. Mashallah. Rahmani. Im Koran, nur so nebenbei, werdet ihr dieses Alif nicht so finden, sondern wie folgt. Also das Rahman ist das gleiche. Und dann seht ihr nur ein sogenannte Dolch-Alif, klitzekleine Alif. Warum? Weil früher zur Zeit der Sahaba hat man so geschrieben. So, mit diesem, also ohne Verlängerung. Ja. Aber heutzutage hat man als Hilfestellung so ein klitzekleines Alif im Mushaf, im Koran-Exemplar, hingeschrieben, dass du weißt, hallo, bitte das Mim verlängern. Du sagst hier nicht Rahmani, sondern du sagst Rahmani. Ja, wie Bismillahirrahmani. Okay? Hattest du eine Frage? Kann man auch sagen. Ja. Es gibt Alif Khinjariya, Alif Sagira, weil das so aussieht wie ein Dolch, sagen einige Khinjariya oder eben Sagira. Kann man sagen, wie man möchte. Ja. Im Koran findest du bei Rahman dieses kleine Alif hier. Du findest nicht dieses lange, normale Alif. Weil früher, zur Zeit der Sahaba, radiallahu anhum, hat man das so geschrieben. Die Orthographie, die Schreibweise hat sich mit der Zeit geändert. Das Wort ist das gleiche, ja? Aber einige Wörter wurden anders geschrieben. Aussprache bleibt, ja? Aber deswegen, der Koran muss geschrieben werden nach der Orthographie, also nach der Rechtschreibung von Uthman radiallahu anhu. Weil er ist derjenige, der Letzte, der eben dieses Gremium hatte, wo die Sahaba, also ein Wissenschaftsgremium, und er hat ja den Koran dann vervielfältigt. Ja, einige sagen 7, andere sagen 4 Exemplare und die haben verteilt. Und deswegen bei jedem Koran steht nach der Rechtschreibung von Uthman, nach der osmanischen Rechtschreibung. Gemeint ist mit Osmanisch Uthman ibn Affan, radiallahu anh. Ja. Und so, wenn du Koran schreibst, schreibst du es genau so. Wenn du einen Zeitungsartikel schreibst, kannst du von mir aus schreiben wie moderne arabische Sprache oder arabische Schrift. Sehr schön. Nächstes Wort. Bitte schön. Punkt oben. Das ist kein Ha. Ohne Punkt. Na. Nochmal. Na'budu. Sehr schön. Ja, also Al-Fatiha kommt schon näher, ja? Alhamdulillah, mashallah, Allahumma barik. So, was gibt es noch? Hat jemand ein Beispiel? Gut, gerne. Wie schreibt man Koran? Also ich sagte ja schon am Anfang, als wir begonnen haben, dass bei Alif es viele Sorten gibt. Deswegen lassen wir das am Ende, deswegen nach und nach. Ihr habt jetzt zwei Formen schon mal gelernt, ja? Jetzt lernt ihr noch eine Form.
Und zwar das verlängerte Elif. Also nicht er, sondern nicht er, sondern dieses Elif, das verlängerte Elif. Normalerweise bei den anderen Buchstaben nimmst du den Buchstaben, machst ein Elif dran, oder nicht? Nimmst du einen Buchstaben, egal welchen, und machst ein Elif dran. Bei Elif selbst gibt es eine Schreibweise, also ein extra Kopf für das lange Elif. Okay? Und das ist einfach nur eine Welle oben drüber. Was brauchen wir jetzt bei Qur'an? Weil es heißt ja nicht Qur'an, sondern Qur'an. Also. Eine Welle. Das fängt hier so an. Rechts oben und dann links unten. Nein, nein, bei dem nur zwei. Qur'an. Fatha und so weiter und so fort, genau. Dieses Ding bedeutet, das ist kein langes U. Das heißt nicht U oder I. Immer wenn ihr dieses Ding hier seht, da drauf, dann bedeutet das, das ist ein langes Dann kann ich euch auch gerne mal meinen Namen aufschreiben, weil da benutzt man auch das hier. Genau. Amin. Amin. Nee, nicht Amin. Amin ist eine andere, sondern Amin. Tafaddal, barakallahu fik. Ja? Amin bedeutet jemand, der sicher ist, also in Sicherheit, unversehrt ist. Amin. So. Gut, dann wäre es schon. Alhamdulillah haben wir auch viele Wörter gemacht, hier fehlt zu tun. Gibt es noch Fragen? Aber ihr seht, Alhamdulillah, ihr könnt lesen. Allahumma lak alhamd, masha'Allah. Ja, es fehlen jetzt nur noch wie viele? Drei Buchstaben, das war's schon. Ja? Wichtig noch einmal, kann man nicht genug sagen, ist was? Wiederholen. Ja? Auch unter der Woche. Ja, schreibt euch, egal wie, es müssen ja keine echten Wörter sein, einfach hier irgendwas und dann so, bitteschön. Ja? Genau, machen wir mal mit den Buchstaben, die wir heute hatten und letztes Mal. Was hatten wir heute? Bitte schön. So. Nee, nee, das ist ein Meme. Das ist was? Das umgekehrte L. Achso, Lu. Mhm. Lume. Nochmal? Ni. Genau. Nochmal? Doch, doch, komm. Also, nochmal. Ri. Das, was ist das für ein Buchstabe? Genau. Kurz. Die Schädel. Wenn du ein Shadda hast, wie musst du es aussprechen? Nicht vorsagen.
Wenn jemand vorsagt, dann hilft er niemandem, sondern dann lässt er ihn nicht lernen. Bitte? Das verunsichert mich noch mehr, weil ich es ja. Nee, man soll es ja alleine herausfinden. Ja? Also? Ich komme gerade auf den Buchstaben. Das ist doch ein Meme, hast du doch richtig gesagt. Nur, dass das ein Shadda ist, also doppelt. Also nicht mehr, sondern nicht Lume, sondern Lum. Genau, Lumme. Wie? Was ist das? Mit Punkt? Mit Kasra? Nee, nee. Geht's jetzt oder nicht? Bitte schön, ja? Genau. Ja, was sollst du sagen? Ja, mach mal. Faqika lummani. Heißt es was? Okay, also. Barakallahu fikum. Wie gesagt, übt, wie einfach drauf los mischen und die Vokalisationen und übt jeden Tag ein, zwei Wörter, damit das inshallah ta'ala geht, damit ihr inshallah im Ramadan bi'idhnillah in zwei Wochen tatsächlich anfangen zu lesen. Ja, auch wenn es Zeit braucht, ja, wie so, wie gerade, man muss gucken, ja, fa oder was das qaf, das ist nicht schlimm. Ja, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der holpert, kann man das sagen beim Lesen? Oder also der langsam, bitte? Der stottert beim Lesen. Nee, es geht nur nicht um Stottern, also es geht darum, dass er nicht fließend liest. Holpern, ja, auf jeden Fall, der bekommt doppelten Lohn, ja. Und derjenige, der fließend liest, ist mit den Engeln zusammen, Yawm al-Qiyamah, ja. Also das heißt, derjenige, der, er bekommt den Lohn, weil er Koran liest und den Lohn zusätzlich, weil er sich anstrengt, ja. Und deswegen, inshallah ta'ala, ab Ramadan könnt ihr, bi'idhnillahi ta'ala, anfangen zu lesen. Und inshallah, bi'idhnillahi, sollt ihr auch dann lesen. Dann wär's das für heute erstmal. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und nicht vergessen, vor Maghrib jetzt Dua machen. Reichlich Dua, bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.